Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen in den zweiten Part des ersten Tages und wir schalten uns zum Unternehmen SafeLock in Markt Schwaben, nordwestlich von München gelegen. Unser Gesprächspartner dort ist Rick Lipkens, Head of Sales and Business Development. Erste Frage am Mittwochmorgen nach Markt Schwaben. Wie ist denn die Wettersituation bei SafeLock, Herr Lipkens? Ja, also ich würde sagen mindestens 35 Grad und sonnig. Ich hoffe bei Ihnen auch. Hervorragend. Also Mannheim kann damit nicht ganz mithalten, aber in Bayern war der Himmel schon immer weiß und blau und ein wenig besser. Das passt gut. Wir legen los. Verehrte Userinnen und User, man muss bei SafeLock eigentlich eine kleine Kurve fahren. Eigentlich kommt das Unternehmen aus der Kommissioniertechnik. Frage an Herrn Lipkens, wann haben Sie denn eigentlich den Schwenk hin zu einem FTS-Hersteller mit einem heute relativ großen und stetig wachsenden Portfolio gemacht? Das war vor circa 6, 7 Jahren, dass mehr und mehr Kunden auf uns zugetreten sind und gesagt haben, hey, wir könnten doch super eure Pick-Technologie und oder die kommissionierten Waren zu unseren Bändern oder zu unseren Verbauorten bringen, auch noch automatisiert. Und das war eigentlich dann der Grundstein, dass wir heute auch ein sehr großes HEV-Geschäft mit im Portfolio anbieten können. Man hätte natürlich im ersten Moment gedacht, okay, dann gibt man eine Kooperation mit jemandem, mit einem anderen Hersteller ein, man kauft das irgendwo zu. Sie haben sich aber von vornherein, ist das richtig, entschlossen, das selbst zu machen? Ja, das war natürlich auch ein bisschen bedingt durch unser automatisierten Kommissionierwagen, der schon quasi einen Motor implementiert hatte und selbstständig durch die Gassen gefahren ist. Und den haben wir dann eigentlich technologisch umgebaut zu einem HEV und das war dann auch ja der Grundstein, dass wir gesagt haben, lass uns doch HEVs bauen und es selber machen. Okay, bevor der Vortrag startet, ganz kurz zwei Hinweise. Die Besonderheit im Hause SafeLock ist das agentenbasierte, leitstandunabhängige FTS. Sie kommen, Fragezeichen, ohne Flottenmanager aus. Ja, ich denke, dadurch unterscheiden wir uns fundamental vom bisherigen Markt. Wir haben einfach festgestellt, dass die meisten HEV-Projekte, die wir so umsetzen, gar nicht die großen HEV-Projekte sind mit mehreren Dutzend oder gar hunderten HEVs in der Halle, sondern die meisten HEV-Projekte sind 2, 3, 4 HEVs, mit denen man schnell und einfach eine Logistikapplikation abbilden kann. Und dort wäre es eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, einen großen zentralen Leitstand des Systems steuern zu lassen. Und dies ist dann sozusagen der Grundgedanke, dass wir einen dezentralen Schwarmleitstand anbieten, der sozusagen, in dem sich die Geräte untereinander die Aufgaben und die Routen abstimmen. Und das ist sehr erfolgsversprechend oder es ist, unser Erfolg gibt uns recht, dass wir damit eigentlich insbesondere die kleineren Projekte, aber auch Großprojekte sehr schnell und einfach abbilden können. Heißt natürlich auch, dass sich die Fahrzeuge vermutlich etwas einfacher und schneller in Betrieb nehmen lassen. Absolut. Also für uns sind Inbetriebnahmezeiträume von wenigen Wochen bis hin von nur einer oder zwei Wochen vollkommen normal. Okay, super. Ganz kurz ein Stichwort zum M4. Heute unser Thema. Wir werden später noch auf 2, 3 andere Punkte kommen. Was ist das Besondere am M4? Wie lange hat es gedauert, ihn zu entwickeln? Und ab wann ist er denn am Markt überhaupt erhältlich? Bezüglich der einzelnen Funktionen will ich nicht zu weit vorgreifen. Ich denke, da werden meine Kollegen gleich noch mehr dazu berichten. Aber die Entwicklung, würde ich schätzen, hat in Summe vielleicht so ein Dreivierteljahr gedauert. Wir haben ein großes Augenmerk einfach auf die Serienreife gelegt, da wir ja alle unseren Geräte in Serie produzieren. Wir sind ja kein Sonderfertiger, sondern unsere Geräte werden auf Linie in Serie gebaut. Daher auch die große Stückzahl von knapp über 1000 Geräten, die wir im Jahr produzieren. Das heißt, Sie bauen auch Fahrzeuge, ohne im Moment einen Auftrag zu haben. Es gibt dort immer Geräte, die sofort verfügbar sind. Ja, das kann man so sagen. Natürlich produzieren wir nicht riesige Mengen auf Halde, aber wir haben circa 30 bis 50 HEVs jederzeit auf Lager, sodass wir auch mal schnell auf Kundenanfragen zu Testzwecken reagieren können. Okay, ganz kurz, bevor es in die Session geht, ab wann wird der M4 lieferbar sein? Der wird in diesem Sommer
wird der lieferbar sein. Ich denke, okay, ab Juni geht's los. Juni. Das heißt, die gute Nachricht, es ist durchgeimpft, die Biergärten sind offen und der M4 ist lieferbar. Das sind eigentlich die Highlights des Sommers. Kann man so sagen. Super. Damit haben wir das schon mal geklärt. Jetzt geht es los. Die Experten von SafeLock werden mal in einem Video sehr ausführlich erklären, wie das Unternehmen tickt, wie die Konstruktion tickt, wie die Geschäftsleitung Matthias Behunek den Markt und das System einschätzt. Und danach haben wir die Chance, mit Rick Lipkens ein paar dezidierte Fragen rund um das Thema FTS aus Markt Schwaben zu besprechen. Vielen Dank, viel Spaß beim Video und wir sehen uns in etwa 25 Minuten wieder, wenn SafeLock gezeigt hat, was sie können. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank, Wiederhören. SafeLock Generation 21, Überarbeitung von einer kompletten Produktfamilie. Was hat den Ausschlag dafür gegeben, die komplette AGV-Flotte zu überarbeiten? Gab es irgendwie einen konkreten Anlass, dass man sich das vorgenommen hat bei SafeLock? Nee, es gab jetzt keinen konkreten Anlass, sondern unsere AGVs werden ja in Serie produziert und jede Serie oder jede Generation hat dann eben eine bestimmte Gültigkeit und wir sind jetzt da turnusmäßig eben wieder dran, die nächste Generation auf den Markt zu bringen. Vorbild ist da ein Stück weit die Automobilindustrie, dass man einfach sagt, du nimmst dir eine gewisse Zeit, so eine Überarbeitung zu planen und dann gibt es natürlich auch irgendwann einen Stichtag, wann es dann auch fertig werden muss. Und der ist eben jetzt, ab 1. Juli kommt das AGV M4 auf den Markt. Und es ist eine echte neue Generation mit etlichen Änderungen im Vergleich zur Generation 3. Nachdem die Entscheidung gefallen war, wie ist der weitere Verlauf bei SafeLock? Wie gestaltet sich der kreative Prozess bei der Entwicklung? Ja, das ist natürlich ein sehr langwieriger und aufwendiger Prozess. Das geht erstmal los, indem man sehr stark sich mit den Kunden auseinandersetzt und mit unserem Vertrieb auseinandersetzt, was es denn für Entwicklungen am Markt gibt, was macht die Konkurrenz, was gibt es für neue Technologien, um einfach mal alle Chancen und Möglichkeiten auf den Tisch zu bekommen, bis dann eben die Entscheidungen getroffen werden, welche dieser Technologien dann in der neuen Serie auch umgesetzt werden. Was waren die wichtigsten Features, die unbedingt verändert werden sollten und was davon konnte tatsächlich auch realisiert werden, speziell auch im Hinblick auf das AGV M4, das ja den Anfang der Überarbeitung macht? Ja, ich glaube, es gibt drei Sachen, die herausstechen. Das erste ist die Bauhöhe. Also es war ganz wichtig, dass wir uns auf der Bauhöhe auf kleiner 230 mm fokussieren und das schaffen. Und das haben wir auch geschafft. Wir waren früher 260 mm hoch. Die neue Generation ist nur noch 220 mm hoch. Der zweite wichtige Punkt sind die Motoren. Wir haben einen komplett eigenentwickelten Motor, der, sagen wir, in Zusammenarbeit mit uns entwickelt wurde, der extrem viel stärker ist wie alles, was wir bisher hatten. Und dieser Motor passt in fast alle Serienapplikationen von uns. Und über diese deutlich mehr Kraft und das breitere Drehzahlband haben wir unheimlich viele neue Möglichkeiten. Wir können extrem kontrolliert und gut langsam fahren. 2 Zentimeter pro Sekunde als langsamste Geschwindigkeit, das ist was, was wir früher nicht konnten. Damit öffnen wir uns jede Menge Türen Richtung Fertigungsapplikationen. Und auf der anderen Seite können wir mit demselben Motor auch 1,6 Meter pro Sekunde schnell fahren, was ja deutlich schneller ist wie alles, was wir bisher konnten. Und die dritte große Neuerung ist, wir stellen jetzt in der Generation auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien um. Und diese Art von Batterien können wir dann auch sehr, sehr gut induktiv laden. Das heißt, das induktive Laden wird ab jetzt im Standard angeboten. Und wir können damit härter und schneller laden als jemals zuvor. Gab es einen speziellen Grund, warum man genau mit dem AGV M3 mit der Überarbeitung begonnen hat, jetzt als M4 dann auf dem Markt? Und was sind die größten Unterschiede zwischen den beiden Modellen? Ja, das AGV M ist unser erstes und ältestes Gerät. Wir haben bis jetzt jede Generation mit dem AGV M angefangen, die Überarbeitung. Und dementsprechend hat es sich auch richtig angefühlt, das dieses Mal wieder so zu machen, als unser Basisgerät und das Gerät, wo wir die größten Stückzahlen bauen.
Ja, die Unterscheidung zur dritten Generation sind eigentlich genau die Punkte: Motorkraft, Bauhöhe, Batteriesystem, induktives Laden und eben diese hohe Serienfähigkeit, sodass wir etliche Alufrästeile ersetzt haben, zum einen durch Spritzguss, Alutruckguss und eben letztendlich das komplette Rahmen, jetzt der Stahlschweißteil ist, das Roboter geschweißt wird und eben nicht mehr Alufrästeile. Wunderbar. Designtechnisch haben wir ja auch Veränderungen. Gibt es denn ein Highlight, das Sie unbedingt hervorheben würden, wo Sie sagen, das ist genau das, auf das der Markt gewartet hat, wo die Kunden auch sagen, das ist ein wichtiger Punkt, der verändert werden musste bei so einem Facelift, bei so einer Umgestaltung von einer kompletten Flotte? Ja, das Design folgt ja immer ein Stück weit den technischen Vorgaben. Durch das, dass wir flacher sind als früher, mussten wir das Design tatsächlich stärker verändern. Ich glaube, was herausragend ist, ist das Bedienelement, dass das jetzt eben aus einem Guss ist und viel stärker integriert und weniger Störkonturen hat und trotzdem aber funktional Vorteile hat. In puncto Dichtigkeit, das ganze Gerät hat IP54, das ist was, wo ich sage, das hätten wir früher einfach nicht geschafft und es geht eben erst jetzt mit den neuen Fertigungsverfahren und mit den neuen Möglichkeiten, die wir uns erarbeitet haben in den letzten Jahren. Jetzt sind wir dann in der Designabteilung und dürfen Blicke auf die ersten Entwürfe werfen des neuen Designs vom IGV M4. Der Designer sitzt schon hier. Wie sah denn der erste Entwurf aus und welche Änderungen gab es im Lauf der Entwicklung des Designs? Ja, ich stelle mich erstmal kurz vor. Mein Name ist Maximilian Kolb. Ich bin Produktdesigner bei Safelock seit 5 Jahren jetzt. Bin für die Gestaltung der Geräte verantwortlich und habe jetzt die schöne Aufgabe, dass ich die neue Gerätegeneration machen darf. Basierend auf alten Generationen, als ich angefangen habe, waren es graue Kisten mit Anbauteilen, Zukaufteilen, die der Markt hergab. Mittlerweile entwickeln wir eben sehr viele Geräte selber, die in den Gesamtzusammenkünften dann das Ganze ausmachen, ja, kann man so sagen. Dürfen wir denn einen ersten Blick auf das finale Design werfen? Es ist eigentlich noch streng geheim, aber ich kann ein paar Kleinigkeiten verraten. Es gibt ein LED-Band in der Front, das wir untergebracht haben, das sich wesentlich vom alten Gerät unterscheidet. Wir verbauen sehr viele eigenentwickelte Teile, wie ein neues Bedienkonzept, was die Ergonomie anbetrifft. Das Gerät wird formal gesehen auf der bisherigen Familie aufbauen, also das Farbkonzept ist sehr ähnlich. Wir werden aber etwas maschineller wieder optisch. Also das heißt, in der Vergangenheit haben wir bei den Geräten eine, ja, wie soll man sagen, wir sind ein bisschen in Richtung Haustier gegangen, weil wir wollten, dass die Geräte freundlicher werden. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir werden wieder etwas stringenter, die Linien werden etwas klarer und das soll die neue Generation eben auch ausstrahlen. Innere Stärke in die Hülle transferiert. Wunderbar. Dann haben wir ja schon einige Highlights gehört. Gibt es außerdem noch irgendwelche Design-Highlights, die du gerne preisgeben möchtest und darfst? Wir haben ein, wir haben Kameraelemente, die wir in die Front integriert haben. Wir haben grundsätzlich technisch sehr vereinfacht, also wir haben weniger Bauteile. Das spielt natürlich dann auch in die Gestaltung mit rein. Und was eigentlich die größte Herausforderung war, wir haben die Höhe verändert des Geräts oder der Geräte. Wir sind von 250 mm auf 220 runter. Das macht das Gerät natürlich wesentlich kompakter und auch ermöglicht einen größeren Einsatzbereich. Das kann man so sagen. Damit hast du eh schon die größten Änderungen im Vergleich zum Vorgängermodell HGV M3 genannt. Können wir vielleicht noch darauf eingehen, welche Änderungen in der Konstruktion auch große Herausforderungen für dich dann in designtechnischer Hinsicht mit sich gebracht haben?
Ja, bedingt dadurch, dass wir natürlich einige der Komponenten jetzt selber entwickeln, gab es da viele Herausforderungen, was die Konstruktion anbetrifft. Wir sind robuster geworden, das heißt, wir haben von einem Aluminium-Chassis sind wir auf einen Stahlkörper gegangen. Es ist für uns auch ein bisschen Neulandstahl. Wir haben bisher mit Aluminium eben gearbeitet. Ist nicht mehr ganz so flexibel, sage ich mal, in der Gestaltung. Es ist einfach ein härteres Material, was aber auch notwendig ist, weil das Gerät eben dadurch robuster wird. Die ganzen Bauteile unterzubringen in der niedrigeren Bauhöhe, das war eigentlich so die Hauptherausforderung, würde ich mal sagen. Auch im Hinblick darauf, dass man natürlich zwischen Design und technischer Entwicklung große Überschneidungsbereiche hat. Welche wären das in dem Fall konkret gewesen und wo muss man als Designer dann auch mal bremsend eingreifen, wenn sich vielleicht die Technik ein bisschen vergaloppiert in ihren Vorstellungen, was umsetzbar ist und was nicht? Sagen wir so, das Schöne bei Safelock ist ja, und das macht den Arbeitsplatz ja auch so einzigartig, dass Gestaltung, Entwicklung, Software, alles aus einer Schmiede kommt. Und wir haben die Möglichkeiten, dass wir in Teams sehr stark zusammenarbeiten und wir entwickeln eigentlich alle Komponenten in sehr, sage ich mal, demokratischer Rücksprache, was den Prozess sehr flüssig macht und das Endprodukt dann auch unheimlich, wie soll man sagen, fortschrittlich macht. Und ich bin im Herzen auch ein bisschen Entwickler oder Konstrukteur, natürlich eigentlich vorrangig Produktgestalter, aber ich muss ganz selten eingreifen oder eingreifen im Sinne von, wir entwickeln es zusammen. Es gibt ganz selten Reibereien, würde ich mal sagen. Und aus der Erfahrung heraus und so ein bisschen über den Markt auch geschaut, was ist aus deiner Sicht die Grundvoraussetzung für gutes, funktionales AGV-Design, wie es am vernünftigsten ist, wie es am besten am Markt ankommt, wie es am meisten Einsatzbereiche auch abdecken kann? Ich persönlich bin der Meinung, dass ein Gerät sehr stark seine Funktion veranschaulichen sollte. Ich finde es wichtig, dass man eine Identität des Gerätes in Verbindung mit der Firma, die dahinter steht, sieht, also die Markenidentität des Geräts ausstrahlt, dass wenn man verschiedene Geräte hat, dass natürlich ein Familiencharakter vorhanden ist. Ich persönlich mag es oder ich finde es gut, wenn ein Gerät die Funktionalität vermittelt über die Gestaltung. Letztendlich spielt natürlich auch noch eine Rolle, dass derjenige, der das Gerät nutzt, dass es bedienerfreundlich ist, dass es dem Menschen auch, es ist eine Mensch-Maschine-Schnittstelle auch noch zusätzlich und es sollte nicht konkurrieren im formalen Sinne auch. Also es sollte ein Zwischenglied sein, das Menschen letztendlich die Arbeit abnimmt. Und das, glaube ich, vermitteln unsere Geräte ganz gut. Und jetzt hast du auch gerade Bezug genommen auf die Gerätefamilie und du bist natürlich auch für die Neugestaltung der beiden anderen Modelle zuständig, für das AGV S2, das dann zum AGV S3 wird und das AGV L1, das dann zum AGV L2 wird. Gibt es da vielleicht schon einen kleinen Einblick, auf was darf man sich da freuen, welche Highlights hast du da im Petto? So ein bisschen Blick ins Nähkästchen vom Designer. So ein bisschen die Zukunftsvision. Also wir werden viele Komponenten, die wir die wir für das M4-Gerät entwickelt haben, natürlich auch in den nächsten Familienmitgliedern verwenden. Das Farbkonzept wird sich ein bisschen weiterentwickeln. Wir werden mehr optische Robustheit versuchen reinzubringen. Wie gesagt, es gibt drei Geräte, die noch parallel zu dem M4 entwickelt werden. Ich denke auch, dass die Bedienkonzepte, die sich jetzt in den Testphasen schon bewähren beim M4, dass wir die auch in die anderen Geräte übernehmen werden. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte. Lichtkonzept ist auch nochmal so eine Sache. Gute Sichtbarkeit in Lagerhallen, in Fertigungsstätten, das ist wo wir sehr starken Fokus jetzt drauflegen. Ja, das sind eigentlich so die Hauptpunkte. Hast du noch irgendeinen anderen Punkt, wo du uns ein bisschen Einblick in deine Arbeit geben kannst, wo du sagst, das ist was unbedingt kommuniziert werden muss? Naja, wenn ihr
mal kurz bei mir reinschauen wollt, dann würde ich so einen kleinen Einblick in das neue Gerät geben, das es ja noch nicht gibt. Ja, ich gebe Ihnen einen kleinen Einblick in die aktuelle Entwicklungsarbeit, zumindest was den Frontbereich der AGV M4-Geräte angeht. Wir haben hier einen umlaufenden Stoßfänger oder Bumper, nennen wir das Ganze. Der integriert zwei kleine Kameras. Im unteren Bereich gibt es ein LED-Band, mit dem man also verschiedene Fahrmodi anzeigen kann. Die wesentlichen Herausforderungen waren eigentlich die TÜV-Zertifizierung, die wir jetzt bei zukünftigen Generationen haben werden, und dann auch die IP54, die also bedingt, dass wir zu einem gewissen Grad Spritzwasser geschützt sind und auch eine gewisse Staubfestigkeit hat. Das hat dazu geführt, oder sagen wir so, das Resultat daraus ist eine Bedienfront, die eigentlich alle Geräte einhaust, die im äußeren Bereich platziert werden. Wir haben zum Beispiel einen Aus-Einschalter, einen Netzwerkzugang, wir haben einen Notaus, der auch von uns neu entwickelt wurde. Das Ganze ist ergonomisch so angebracht, im Vergleich zu früheren Geräten war es seitlich, dass man wirklich als Bediener von vorne rangehen kann und alles gut zugänglich ist. Es ist sowohl für den Endkunden als auch für die Fertigung und für den Service ein wichtiger Punkt. Und das sind schon gravierende Unterschiede zu früheren Generationen. Genau, das ist so. Hier unten sieht man den Sicherheitsscanner. Ja, das ist erst mein erster Einblick. Mehr zeige ich jetzt noch nicht. Das Gerät wird bald gelauncht. Dann sieht man mehr. Vielen Dank. Wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen oder aus der geheimen Schatulle der Entwickler plaudern, was sind die technischen Neuerungen, die umgesetzt wurden, speziell natürlich beim AGV M4 und dann vielleicht auch über die komplette Flotte hinweg, was bei allen Modellen umgesetzt wird? Ja, das sind natürlich eine Vielzahl an großer und kleiner Änderungen, die ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht aus dem Stegreif alle zusammenbringe. Ich glaube, heraussticht dabei sicher die Bauhöhe, die Auswahl der Materialien hat sich stark verändert. Wir sind ein Stück weit weg aus Alufrästeile hin zu Stahlschweißteilen bei den Chassis. Wir haben jetzt nach vielen Prüfungen und vielen Tests uns entschieden, ein induktives Ladesystem anzubieten. Wir stellen die Batterietechnik auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien um. Wir haben neue Sicherheitskomponenten, die den Aufbau vom Sicherheitssystem deutlich vereinfachen. Wir haben insgesamt weniger aktive Komponenten im Gerät, sodass man sagt, die Kostenoptimierung hat doch eine ganz prägende Rolle gespielt bei der Auswahl der ganzen Komponenten und bei vielen Entscheidungen. Konkreter Nachfrage zu den induktiven Ladesystemen. Ist das für die neue Modellserie ausschließlich verfügbar oder lässt sich das auch auf die alten Modelle nachrüsten? Also die alten Modelle sind nicht nachrüstbar, sondern das ist lediglich was, was es jetzt ab dieser vierten Generation Geräte gibt. Aber alle Seriengeräte, die es bisher gab, also das AGV M4 wird auch noch ein Kontaktladen ermöglichen, kompatibel zu den alten, jetzt schon im Feld befindlichen Ladestationen. Also man muss keine Angst haben, dass es mit der neuen Generation nicht möglich ist, die mit der alten Generation zu durchmischen. Das ist ja eine der Sachen, auf die wir immer großen Wert legen, dass wir abwärtskompatibel sind, dass jede Software auch auf den alten Geräten läuft. Und dementsprechend wird es auch bei der Ladetechnik möglich sein, der AGV M4 mit Kontaktladung zu bestellen, sodass wir eben auch in alten Projekten nach wie vor funktionieren. Es klingt ja immer sehr schön, wenn man von der Entwicklung einer neuen Gerätegeneration spricht. Klingt dann auch immer so, als wäre alles reibungslos verlaufen. Gibt es denn vielleicht die eine oder andere konstruktive Tücke, die man im Lauf der Entwicklung umschiffen musste, wo man sich nicht von Anfang an ganz sicher war, ob man sowas umsetzen konnte? Ja, Entwicklung ist was unheimlich Kompliziertes mit vielen Rückschlägen und Veränderungen. Und ein Stück weit geht es ja auch nicht nur darum, die neuen Ideen umzusetzen, sondern es geht ja auch darum, die Kritikpunkte der alten Generation auch irgendwo zu überarbeiten und auf die Kritik einzugehen. Und
Das ist ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite soll alles kostenoptimierter sein, auf der anderen Seite sollen neue Techniken und Technologien dazukommen. Das ist natürlich ein großes Spannungsfeld und wir haben uns fast doppelt so viel Zeit genommen dieses Mal in der Überarbeitung der Geräte. Wir haben die Komponenten sehr vielen Einzeltests unterzogen, bevor wir dann angefangen haben, das zu integrieren. Und wir sind jetzt mit der Vorserie ja bereits schon im Dauertest und wir sind schon mehrere tausend Kilometer damit gefahren bei uns in der Testapplikation, in der Testhalle, um eben sicherzustellen, dass die neue Gerätegeneration ab Gerät 1 perfekt funktioniert. SafeLock ist ja nicht nur bekannt als Hersteller von AGVs, sondern kümmert sich auch um die Steuerungssoftware selbst. Welche Neuerungen dürfen wir denn im Bereich Software erwarten für die neue Gerätegeneration? Ja, die Software ist jetzt nicht speziell für die neue Gerätegeneration. Es gibt natürlich in dem Sommer auch wieder Release, wo es auch, sagen wir, etliche neue Funktionen gibt, die aber jetzt halt nicht zwingend ausgelöst sind durch die neue Generation, weil unsere Software wie bisher abwärtskompatibel bleibt. Das heißt, die neuen Softwareversionen funktionieren auch genauso in der Generation 3, wie sie in der Generation 4 funktionieren werden. Ich glaube, ein Schmankerl, was jetzt im Sommer kommt, ist eben die Fernsteuerung, sodass ich das Gerät über unser iPhone-App über das Telefon quasi fernsteuern kann, ähnlich wie ferngesteuertes Auto. Weil wir uns gerade im Bereich der Zukunft bewegen, es wird ja aktuell sehr viel über 5G-Kompatibilität gesprochen. Wo steht SafeLock da mit seinen Geräten? Was darf man da erwarten? Die Geräte sind kompatibel zu 5G. Das ist letztendlich der Netzwerk-Client, der isoliert ausgetauscht werden kann. Wir haben da auch schon Versuche gemacht und wir haben uns schon integriert in 5G-Aufbauten bei Kunden. Es ist aber so, dass dass unsere Geräte sehr eigenintelligent sind und über die Schwarmkommunikation in der Lage sind, sehr viele Entscheidungen selber zu treffen, gibt es jetzt keine Applikation, wo ich sage, Mensch, die kann man nur mit 5G umsetzen. Aber es gibt ja bei einigen Kunden Planungen, dass gewisse Sicherheitsfunktionen zum Beispiel über 5G realisiert werden. Da muss man sich aber keine Sorgen machen, das sind alle Gerätegenerationen von SafeLock prinzipiell in der Lage. Man muss halt dieses 5G-Modem einbauen und das WLAN quasi ersetzen durch eine neue Generation Modem. Das ist aber ohne große Probleme möglich. Durch die Kompatibilität der Geräte aller Generationen mit den neuen Software-Releases ist dann bestimmt auch ein Mischbetrieb der einzelnen Fahrzeuge möglich. Ich kann ein M3 mit einem AGV M4 im gleichen Schwarm fahren. Ja, wir haben da immer schon Wert drauf gelegt, dass man die Generationen untereinander mischen kann. Man kann ja nicht von einem Kunden erwarten, dass wenn er dann irgendwann ein Gerät nachbestellt, dass er dann alle Geräte ersetzen muss, sondern die vierte Generation kann ohne Probleme auch mit anderen Generationen gemischt werden. Dementsprechend bieten wir nicht nur das induktive Ladesystem an, sondern eben auch eine Option für die Kontaktladung, die dann 1:1 kompatibel ist zu bereits bestehenden Ladeplatten, die es schon gibt im Feld. Zentraler Punkt bei allen AGVs ist natürlich die Navigation. Verändert sich die Navigation? Kommen zusätzliche Features dazu bei der Generation 21, speziell jetzt auch beim M4, das ja als erstes auf den Markt kommt? Ja, wir haben schon immer gesagt, die Navigation baut sich zusammen aus verschiedenen Möglichkeiten, aus verschiedenen Lagen, Layer-Based Navigation. Wir arbeiten da mit Hochdruck an den nächsten Möglichkeiten. Das werde ich jetzt aber nicht verraten. Ich denke, alle, die sich das Video und die Vorstellung genau anschauen, die entdecken schon die ein oder andere Neuerung, die dazukommt. Ganz generell ist die Basis immer noch oder die einfachste Art zu navigieren, die Magnetspur. Darauf aufbauend gibt es ja die virtuelle Spur, die wir anhand von Konturnavigation mit dem Sicherheitssystem, Lasersicherheitssystem darstellen. Wir können aber auch Teile des Prozesses nur basierend auf den Encoder-Daten und der Odometrie fahren. Und aufbauend darauf wird es jetzt halt eben noch ein neues Navigationslayer geben, das wir dann im Sommer mit der Generation vorstellen werden.
Und jetzt aus der Summe heraus der ganzen Neuerungen beim M4, bei der kompletten Gerätegeneration, gibt es denn Anwendungsfälle, die mit den neuen Geräten möglich sind, die man vorher nicht umsetzen konnte? Und wenn ja, welche wären das konkret? Also es gibt natürlich, wenn man jetzt die ganze Flotte anschaut, etliche neue Möglichkeiten. Ja, ich glaube, die Verstärkung, die Motoren sind einfach so viel stärker. Wir haben letztendlich so viel mehr PS wie früher, dass du natürlich andere Sachen damit machen kannst. Und die vielen PS helfen dir nicht nur beim Schnellfahren oder beim Beschleunigen, sondern die helfen dir auch beim ganz kontrolliert Langsamfahren. Wir können jetzt mit 2 Zentimeter pro Sekunde langsam kriechen. Das ist langsamer wie jeder Bandtakt. Das heißt, wir können bandsynchron fahren und das mit extrem viel Kraft. Ich glaube, das ist wirklich was Herausragendes, was wir auch so bisher nicht konnten. Und wo man sagt, Richtung Montageapplikationen an Fertigungslinien oder auf dem AGV fertigen, haben wir damit mit der neuen Motorengeneration ganz neue Möglichkeiten. Zusammenfassend, was würden Sie sagen, warum ist das AGV das fahrerlose Transportsystem, auf das der Markt gewartet hat? Unsere Geräte zeichnen sich aus durch ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, alle, die uns kennen, würden das sofort unterschreiben, dass unser Gerät letztendlich all in im Projekt, durch das, dass der ganze Baukasten so optimiert ist auf Projekte, dass letztendlich der Preis pro Gerät im Projekt unschlagbar ist. Und das wird sich auch in der 4. Generation nicht ändern. Ganz im Gegenteil, wir werden immer weiter versuchen, das im Vordergrund zu stellen, dass man eben mit möglichst wenig Aufwand die Aufgabe erfüllt und nicht immer versucht, alles mit Hightech zu erschlagen, sondern dass man eben sehr zielgerichtet und schlank auch so ein Projekt umsetzen kann. Herausragend ist da ja sicher unsere Software, die es eben möglich macht, Projekte auch komplett ohne externe Leitstand oder Leitsteuerung umzusetzen. Und trotzdem können wir uns mit einem bestehenden Leitstand ganz einfach integrieren oder uns per Schnittstelle an irgendeiner Visualisierung oder zentrale Meldestelle andocken. Wir brauchen aber für unser Projekt und für unsere Aufgabe keine externe Software. Und es ist ja doch ein großer Kostenblock, der da wegfällt. Von daher glaube ich, dass Preis-Leistung wirklich das herausragende Argument für unser System ist. Das waren 25 spannende Minuten aus Markt Schwaben. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Fragen. Die allererste Frage ist, ich will noch mal an den Anfang der Diskussion blenden, als wir vor 25 Minuten mit Rick Lipkens gesprochen haben. Und er sagte, naja, so 3-4 Fahrzeuge, die nehmen wir ganz schnell in Betrieb. Halt! Halle 56 Mercedes, mal ganz kurz 2-3 Worte, ihr könnt auch große Flotten. Was ist da passiert? Was habt ihr wann geliefert? Wie gut geht es dem System heute? Ja, das haben Sie vollkommen richtig erfasst. Also am Anfang habe ich zwar natürlich gesagt, wir können insbesondere sehr viel auch Kleinprojekte schnell in Betrieb nehmen. Das schließt aber nicht aus, dass wir große Projekte auch in Betrieb nehmen können. Bestes Beispiel, wie Sie es genannt haben, Factory 56 in Es ist die neue S-Klasse-Produktionsfabrik bei Mercedes. Dort laufen mittlerweile in Summe 500 Geräte von AGVs in einem Schwarm und es funktioniert hervorragend. Und das zeichnet eigentlich auch diese Schwarmtechnologie aus, dass wir sowohl klein als auch große Projekte machen können und eigentlich es sich gezeigt hat, dass diese Technologie extrem skalierbar ist. Heißt aber doch, gehe ich recht in der Annahme, wie es immer so schön bei Herrn Lemke früher hieß, dass man bei 500 Fahrzeugen doch einen Flottenmanager dazwischen schalten kann, wenn der Kunde das möchte. Und im Anschluss gleich die Zusatzfrage, VDA 5050, ist das eine Schnittstelle, vor der Sie die Arme kreuzen und sagen, machen wir nicht? Oder wie wichtig wird das auch im Hause SafeLock werden? Es ist ja anscheinend auf dem Weg in Richtung Industriestandard. Ja, das sind viele Fragen auf einmal gestellt. Ich versuche sie zu beantworten. Also einmal Factory 56. Wir fahren dort im Schwarm. Allerdings
in einer Kombination. Und zwar Z-Move von Siemens hat dort sozusagen ist dort eine zentrale Steuerung, die insbesondere den Kreuzungsverkehr mit anderen HVs von anderen Herstellern regelt. Ja. Und das heißt dann eigentlich, dass wir uns auch hervorragend in andere Leitsteuerungen einbinden können und daher auch in Leitsteuerungen einbinden können, die auf der VDI 5050 basieren. Wir haben damit überhaupt kein Problem. Warum? Weil wir überhaupt nichts verlieren. Wir haben ja keinen Leitstand, den wir üblicherweise unseren Kunden anbieten, den wir verlieren. Mhm. Sondern wir binden uns gerne auch in VDI 5050 Leitstände ein. Und ich denke, das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Denn man sieht es, wie Sie es angesprochen haben, mehr und mehr, gerade im Automotive-Bereich, dass das eigentlich in vielen Projekten mehr und mehr der Standard wird. Und es lässt sich ja auch gar nicht abbilden, dass man in einer großen Halle als einziger HV-Hersteller alle Applikationen erledigen kann, sondern es ist gezwungenermaßen so, dass dort verschiedene Hersteller von HVs von verschiedenen Herstellern auf jeden Fall fahren werden und die untereinander abgestimmt werden müssen. Überhaupt kein Thema. Ich denke, das ist sehr realistisch, denn es wird sich natürlich keine Applikation nur auf einen Hersteller oder einen AGV-Typ einlassen. Mhm. Thema AGV-Typ, Sie sind eigentlich, das kann man sagen, im Unterfahr-FTS-Bereich aktiv. Warum und welche Lastaufnahmemittel können Sie heute auf Ihre FTS-Systeme setzen? Denn Sie müssen ja von irgendwo die Ladung übernehmen. Was bietet SafeLock heute Stand April 2021 an? Also prinzipiell ist es so, dass wir verschiedenste standardisierte Lastaufnahmemittel in unserem Portfolio auch haben. Hauptsächlich beziehen sich die auf den Palettentransport. Warum? Es ist einfach ein standardisiertes Transportgut, was in nahezu jeder Branche Verwendung findet. Und dort haben wir dann klassische Trolleys, auf denen die Palette gestellt werden kann. Wir haben Aushebefunktionen, mit denen Paletten ausgehoben werden können. Aber wir haben natürlich auch Fördertechnik, um an bestehende Fördertechnik uns andocken zu können, um insbesondere Paletten sowohl quer als auch längs auf Fördertechnik auf- und abzufördern. Das könnte also ein Kettenförderer, das könnte ein Rollenband sein, das könnte ein Scherenhubtisch sein, um irgendeine Höhendifferenz zu einer Übergabestation zu überbrücken. Genau, das ist so der typische Anwendungsfall, den Sie gerade genannt haben. Ja, kein Thema. Sie bleiben im Unterfahrbereich, der M4 wird da nochmal neue Akzente setzen. Herr Behoneck hat das eben im Video angesprochen, neue Software. Alle Ihre Software-Releases sind abwärtskompatibel. Das bedeutet auch, bestehende Fahrzeuge sind technisch, ich sag mal softwaremäßig, immer auf dem aktuellen Stand? Absolut. Also es ist jederzeit möglich, seine alte SafeLock-Flotte mit neuen HVs der neuesten Generation zu kombinieren, weil wir von Anfang an dafür sorgen, dass wir eine Abwärtskompatibilität haben. Und vielleicht vielleicht noch ein Thema zu Unterfahr-FTS, warum wir uns dazu entschlossen haben. Also wir haben ganz bewusst, wollen wir keine Stapel-FTS liefern, weil wir dieses Portfolio als sehr ausgereizt am Markt sehen. Also hier gibt es sehr, sehr viele Anbieter. Und wir sehen auch die Applikationen als teilweise sehr komplex und zeitaufwendig an. Und wir sagen, haben einfach gesehen, der Unterfahrmarkt ist groß genug und bietet so viel Potenzial, da können wir uns weiter noch austoben. Der Unterfahrmarkt ist natürlich auch ein Thema, da kommt man relativ schnell in den Bereich des Onlinehandels, wo unter Umständen relativ große Flotten eingesetzt werden. Da kommen natürlich sehr viele Anbieter aus dem fernöstlichen Bereich ins Gespräch. Sehen Sie sich im Ernstfall als Partner, ich sage mal jetzt das Wort Zalando, wären derart große Onlinehändler für Sie eine vernünftige Kundengruppe? Ja, absolut. Also das war auch insbesondere während Corona erkennbar, dass insbesondere aus anderen Branchen, weniger Automotive, sondern aus der Pharma, E-Commerce oder allgemein Speditionsgeschäft Anfragen hinsichtlich automatisierten Transport kommen. Und da ist natürlich so ein E-Commerce-Händler
sowas wie Zalando durchaus denken, dass wir mit so jemandem zusammenarbeiten und wir ja auch mittlerweile schon tun. Also wir arbeiten auch mit vielen E-Commerce-Händlern mittlerweile zusammen. Ich vermute natürlich, dass das auch eher ein Vorteil ist bei Leuten, die vielleicht noch nicht so intensive FTS-Erfahrungen haben wie die Autoindustrie, dass sie sagen, du, wir müssen jetzt nicht erstmal deine komplette Infrastruktur und Software-IT durchleuchten, damit das FTS überhaupt irgendwie an Fahraufträge rankommt. Aber trotzdem die Frage, die Sie natürlich von jedem Kunden als erstes gestellt bekommen, lieber Herr Lipkins, ich habe hier SAP, damit wird meine komplette Produktion versorgt, da werden alle Bestände mit verwaltet, ich will in Echtzeit wissen, wie die Roh- und Hilfsstoffe verarbeitet sind, wo sie sind, welcher Kostenstelle ich sie zuordnen kann. Ja, lieber Herr Lipkins, ich möchte natürlich gerne auf dem SafeLog FTS wissen, was macht das gerade, wann hat es die Quelle angefahren, wann fährt es die Senke an und was hat es gerade drauf? Wie kommt das SafeLog M4 und alle seine Kollegen, wie kommen die denn an die Daten? Ganz üblich, also ich sag mal so, eine Schnittstelle zum Kundensystem, sei es ein BMS oder ein ERP-System, oder ein sonstiges System. Ja, das kann ja auch ganz eine SPS, eine ganz stinknormale SPS sein. Eine Schnittstelle zu entwickeln, ist unser täglich Brot. Das ist überhaupt kein Thema. Und diese Daten dann entsprechend weiter zu verarbeiten und in Realtime zur Verfügung zu stellen, das ist einfach auch durch die Schwarmkommunikation von Haus aus gegeben. Und ist für uns mehr oder weniger fast ein Abfallprodukt, was wir relativ leicht den Kunden dann zur weiteren Auswertung zur Verfügung stellen können. Thema Kommunikation untereinander, das vermutlich funktioniert zurzeit über WLAN. Kann 5G da nochmal einen Performance-Boost bringen, Herr Lipkins? Ja, absolut. Allerdings teilweise haben wir das festgestellt in Bereichen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und zwar ein Performance-Boost, zum einen, was die Inbetriebnahme angeht, denn das 5G hat, beim 5G-Netz hat jeder Teilnehmer weltweit eine individuelle ID. Das sorgt dafür, dass ich quasi schon bevor ich beim Kunden bin, quasi meine HEVs ins Netz bringen kann und ich bringe sie dann zum Kunden und die Kommunikation funktioniert sofort reibungslos. Das ist ein großer Punkt. Aber auch die Verbindungsabbrüche, die man teilweise bei WLAN-Netzen hat, wenn ich zwischen zwei Routern springe, die existieren in der Form beim 5G-Netz nicht mehr. Und auch das ist natürlich, was die Performance und Sicherheit oder angeht, ein erheblicher Vorteil. Das ist, wann werden wir das als eingebautes Modul im M4 und seinen Kollegen erwarten können? Gibt es da schon einen Zeithorizont? Sobald es der Kunde braucht. Also technisch verfügbar sind die Module, damit können Sie schon arbeiten und das ließe sich beim Kunden anbieten. Da muss natürlich noch ein bisschen Funkinfrastruktur her, von daher gesehen, genau. 5G-Modul einbauen alleine macht es auch nicht. Wenn wir in die Zukunft gucken, Sie sind zurzeit sehr stark unterwegs mit einer optischen Spurführung. Das ist natürlich auch den Kosten geschuldet. Damit sind Sie natürlich ein wenig preiswerter unterwegs als mit SLAM oder freier Navigation. Wird das die alleinige Orientierungshilfe für die schwarz-orangen Brummer sein oder bastelt ihr schon vielleicht an Optionen im Bereich der Navigation? Da muss ich Sie korrigieren. Es ist nicht optische Navigation, sondern magnetische Navigation. Sorry. Kein Problem. Und wir machen das sozusagen in jedem Projekt, arbeiten wir nicht nur mit einem Navigationslayer, sondern in jedem Projekt gibt es das Navigationslayer magnetisch, virtuelle Spur, Odometrie oder sonstige Navigationsverfahren. Und die kombinieren wir miteinander, um so eine hohe Verfügbarkeit der Navigationsverfahren zu erreichen. Weil wir haben festgestellt, erfolgreiche HEV-Projekte sind dann erfolgreich, wenn sie eine hohe technische Verfügbarkeit haben und wenig Probleme verursachen. Und gar nicht immer unbedingt dann, wenn ich den maximalen technischen Funktionalität dort einbringe.
Das ist vollkommen richtig. Ich denke, das ist ganz normal. Ich meine, gut, die Induktivführung ist natürlich mittlerweile Geschichte, aber mit Magnet sind sie dabei. Aber natürlich kann eine magnetische Spur mal unterbrochen sein. Da kann irgendetwas draufgefallen, irgendein Gerät gefahren sein. Und dann kann aber das AGV von SafeLock weiterfahren und ist nicht in der Situation zu sagen, halt, Moment, ich halte an, ich stoppe. Die Frage, die sich stellt, wenn man heute mit FTS-Systemen arbeitet, Sie haben einmal natürlich die Einbindung in vorhandene Umgebungen. Dort gibt es unterschiedlichste Bodenverhältnisse, da gibt es unterschiedliche, vielleicht auch EMV-Einstrahlungen. Wie komplex ist das? Wie anfällig sind FTS-Systeme heute? Ich nehme da, will das gar nicht auf Ihr System runterbrechen. Wie schwierig ist es, sich in einer Produktionsumgebung mit Motoren, mit Maschinen einzufügen, ohne dass das FTS durch elektronische Einstrahlungen Probleme bekommt? Ich sag mal so, elektronische Einstrahlungen sind natürlich ein Thema, die auftreten können, die man zum Teil nicht immer abschirmen kann. Aber auch dort ist dann, kommen wir relativ gut damit klar, weil wir eben verschiedene Arten haben, insbesondere was die Navigation angeht, darauf zu reagieren. Also wenn wir jetzt eine magnetische Störquelle irgendwo haben, dann können wir einfach automatisch umschalten und auf die virtuelle Spur, die über den Sicherheitssensor funktioniert, navigieren in dem Fall. Okay. Das heißt, das funktioniert natürlich im Bruchteil einer Sekunde. Das heißt, das Fahrzeug bleibt nicht stehen, um auf das nächste System umzuschalten. Das macht es während der Fahrt. Das macht es immer zeitgleich. Also ja, okay. Kein Thema. Energieversorgung, 24/7 rund um die Uhr, dritte mannlose Schicht. Energieversorgung, wie laden Sie, welcher Batterietyp gefällt Ihnen gut und wie laden Sie den auf? Wir haben uns nicht auf einen Batterietyp festgelegt, sondern wir haben eigentlich zwei Batterietypen. Das ist einmal die günstige AGM-Batterie und die höherpreisige Lithium-Eisenphosphat-Batterie. In vielen Fällen ist eine günstige AGM-Batterie ausreichend, insbesondere dann, wenn ich In-Process-Charging habe. Also sprich, an jeder Übergabestation, wo ich eine Palette auf- und abförder zum Beispiel, implementiere ich am Boden eine automatische Ladeeinheit. So, dass meine Batterie immer eigentlich zu 100% oder annähernd 100% geladen bleibt. In Fällen, wo das nicht geht, wechseln wir zu einer Lithium-Batterie. Und die ist natürlich in kürzeren Zeitständen wesentlich oder in kürzerer Zeit wesentlich stärker ladbar und hat auch eine höhere Energiedichte, so dass ich diese Batterie viel seltener laden muss. Also sprich, ich kann die meiner Meinung nach 6 Stunden fahren und dann stelle ich sie eine halbe Stunde auf eine Ladeplatte und danach bin ich wieder zu 100% geladen. Okay, das ist also eine vernünftige Sache. Das heißt, Sie arbeiten mit Schleifkontakten an den Übergabestationen, sind im Boden oder an der Seite des Fahrzeuges Kontakte und dann wird der Ladestrom hergestellt und das Fahrzeug aufgeladen. Genau, wobei nicht nur Schleifkontakte, sondern auch mittlerweile Induktivladesysteme zum Einsatz kommen. Okay. Auch ein SafeLock-Fahrzeug, das sollten wir zum Abschluss der Diskussionsrunde nochmal ins Feld werfen. Auch ein SafeLock-Fahrzeug braucht ab und zu Wartung und Service. Das ist so. Das ist ein bewegtes Gerät. Welche Serviceangebote macht das Haus zurzeit? Denn ich kann mir vorstellen, Verfügbarkeitsanforderungen von Mercedes in Halle 56 dürften oberhalb von 99% liegen. Bei anderen Kunden vielleicht nicht ganz so hoch. Welche Serviceangebote machen Sie heute? Mai, da gibt es verschiedene Varianten. Häufig ist es so, dass der Kunde eine sehr leistungsfähige Instandhaltung hat. Da, wo der Kunde das nicht hat oder wo der Kunde es nicht will, können wir unseren Kunden auch jederzeit verschiedene Service-Packages anbieten. Das heißt, es geht hin zu Full-Service 24/7-Angebot bis hin zu einer oder bis runter zu einer nur einmal jährlichen Wartung. Und das war's. Und dann bieten wir ihm vielleicht noch einen Hotline-Support an. Und da sind wir aber relativ flexibel oder das Band, was wir ihm bieten können, ist relativ weit. Abschließende Frage. Es gibt verschiedene Mittel, FTS-Systeme in den Markt zu bringen mit Direktvertrieb. Das Thema Integrator kommt uns immer in der Redaktion, immer häufiger in der Redaktion auf den Tisch. Sind Integratoren eventuell mit einer besonderen Branchenausrichtung für Sie geeignete Mittler zum Markt? Ja, absolut. Also
gerade wenn man den Zugang in eine andere Branche haben will, ist ein Integrator ein sehr gutes Mittel. Allerdings muss man ehrlich sagen, sind wir da sehr wählerisch bei der Auswahl der potenziellen Partner, weil wir festgestellt haben, ein HEV ist niemals ein Produkt. Ein HEV ist immer ein Projekt. Und um ein HEV-Projekt umzusetzen, benötige ich meistens eine hohe logistische und planerische Kompetenz. Mhm. Und deswegen wählen wir unsere Partner, unsere potenziellen Integratoren sehr gezielt aus und lieber etwas langsamer, als dass wir mit einem Salzstreuer quasi einmal quer durch Europa fahren und jeder, der hier schreit, unser HEV anbieten oder zur Verfügung stellen. Aber, Fragezeichen, es gibt heute schon Integratoren, die Sie in Ihren Vertriebsbemühungen unterstützen. Das kann man sagen, ja. Also wir gehen üblicherweise den Weg vom Planer zum Integrator, ja. Ja, okay, super. Das waren die ersten Eindrücke hier auf mit Rick Lipkens in unserem Interview. Wir haben jetzt Sie alle haben die Gelegenheit, in der Breakout-Session jetzt mit Rick Lipkens dezidiert Fragen zu stellen, die vielleicht coram publico in der großen Runde nicht ganz so opportun sind. Dafür haben Sie die Zugänge bekommen. Sie können sich anonym jetzt noch einschalten. Vielen Dank an Rick Lipkens. Vielen Dank nach Marc Schwaben. Jetzt erstmal viel Spaß in der Breakout-Session. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder in Marc Schwaben sehen und vielleicht auch mal als Redakteur gemeinsam zu einem Ihrer Kunden fahren. Muss ja nicht gleich Halle 56 sein. Vielen Dank. Jetzt viel Vergnügen in der Breakout-Session und wir sehen uns hoffentlich beim Kunden. Dankeschön. Vielen Dank. Wiederschauen. Aufnahme gestoppt? Okay, gut. So, Aufnahme ist gestoppt. Gut, super. Ich fand das mit den Geräuschen